Steh um 5 Uhr morgens auf, journal jeden Tag und vergiss bloß nicht, jeden Tag 3 Liter Wasser zu trinken. Fange mit Yoga an und hör doch endlich auf, Zucker zu essen. Na, kommen dir diese Gewohnheiten und Neujahrsvorsätze bekannt vor? Mir definitiv, denn ich habe das Gefühl, dass wirklich jeder diese Gewohnheiten hoch und runter betet. Und sie liegen überhaupt nicht falsch. Es sind tolle Tools, die dein Leben grundlegend verändern können. Keine Frage. Und ich persönlich nutze hiervon auch sehr viele. Aber irgendwie hat man sie doch auch schon viel zu oft gehört. Sie sind ein bisschen ausgelutscht und deswegen wollte ich euch in diesem Video einfach mal 5 besondere Gewohnheiten vorstellen, die euer Leben in 2021 wirklich verändern. Falls euch das Video gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und abonniert auch gerne meinen Kanal. Ich mache 2 bis 3 Videos pro Woche zu Themen wie Produktivität, wie ihr eure Ziele im Leben erreicht, aber auch technische bzw. digitale Themen wie zum Beispiel Apple-Produkte. Und jetzt starten wir doch auch schon direkt mit dem Video 5 besondere Gewohnheiten, die ihr im Jahr 2021 aufbauen solltet. Viel Spaß! Die erste Gewohnheit, die ich hier ansprechen möchte, ist, dass du aktiv zuhörst und nicht nur passiv. Viel zu oft neigen wir in den Gesprächen dazu, einfach nur passiv zuzuhören und eigentlich schon im Kopf über etwas ganz anderes nachzudenken oder uns vielleicht schon unsere Antwort zurechtzulegen, die wir sofort darauf antworten möchten, wenn unser Gegenüber aufgehört hat mit dem Reden. Und aktives Zuhören meint, dass du eine offene, respektvolle und auch empathische Haltung deinem Gegenüber, aber auch natürlich den Gesprächsthemen habt, die ihr gerade besprecht. Ich finde, man merkt es relativ schnell, wenn eine Person einem nur passiv zuhört und eigentlich in Gedanken ganz woanders ist. Und ich persönlich finde das respektlos, weil man einfach schon das Gefühl hat, okay, es ist egal, was ich hier gerade erzähle, die Person schaltet sowieso ab und hat eigentlich gar nicht so richtig Interesse, mir zuzuhören. Und Gesprächstechniken, die aktives Zuhören kommunizieren und deinem Gegenüber halt wirklich vermitteln, dass du interessiert bist an dem, was er oder sie sagt, sind zum Beispiel, dass du nach Beendigung des Gesprächs nochmal wirklich alles zusammenfasst und nochmal in deinen eigenen Worten wiedergibst, was du verstanden hast. Und natürlich aber auch, dass du bei gewissen Dingen nochmal nachhakst und nochmal fragst, hey, wie meintest du das denn? Habe ich das hier wirklich richtig verstanden? Oder vielleicht auch Alternativlösungen vorstellst und deinem Gegenüber halt zeigst, dass du dir wirklich Gedanken darüber gemacht hast, was derjenige dir gerade erzählt hat. Die nächste Gewohnheit, die ich euch wirklich ans Herz legen kann, ist, umgebe dich mit positiven und inspirierenden Menschen. 2021 ist das Jahr, wo ihr euch von toxischen Beziehungen und toxischen Freunden trennen solltet. Es ist kein Platz mehr für Leute, die euch runterziehen, die euch nicht gut tun, die eure Ziele und eure Träume im Leben belächeln und die einfach totale Energieräuber für euch sind. Und ein bekanntes Sprichwort von Jim Rohn, und das kennt ihr sicher alle, lautet: Du bist der Durchschnitt der 5 Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und ich bin auf jeden Fall 100% davon überzeugt, dass das stimmt. Wenn du dich mit Leuten umgibst, die erfolgreich sein möchten, die Ziele im Leben haben, die ihre Träume wirklich verfolgen und natürlich auch die liebevolle und inspirierende Persönlichkeiten sind, dann ist die Chance wesentlich größer, dass du im Leben wächst und auch etwas erreichen möchtest. Und Studien haben herausgefunden, dass sich Verbindung zu anderen Menschen direkt auf unser eigenes Leben auswirken. Negativ, aber natürlich auch positiv. Und deswegen ist es einfach so unglaublich wichtig, dass man Menschen um sich herum hat, die einen gut behandeln, die Inspiration für einen sind und die natürlich auch eigene Ziele im Leben haben. Und die nächste auch sehr kraftvolle Gewohnheit ist Singletasking. Und klar, Multitasking kennt jeder, vielleicht macht das der ein oder andere auch von euch häufiger. Und vielleicht seid ihr auch eine Person, die auf dem Handy nach ihrer Hausarbeit recherchiert, nebenbei läuft der Fernseher oder ihr schaut noch ein YouTube-Video und dann ganz nebenbei schaufelt ihr noch euer Mittagessen rein, weil ihr vielleicht gleich zum Sport müsst. Wir denken halt, dass wir mit diesem Verhalten mehr schaffen und produktiver sind, aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall, denn unser Gehirn kann sich immer nur auf eine einzige Aufgabe fokussieren und im Bewusstsein gibt es immer nur einen Inhalt, der gerade abgespielt werden kann. Und das heißt, unser Gehirn ist überhaupt nicht für Multitasking gemacht und wird dadurch eher langsamer, denn es wird einfach schneller müder, wenn es zwischen den verschiedenen Aufgaben immer hin und her wechseln muss und sich nicht auf eine Sache für einen längeren Zeitraum fokussieren kann. Deswegen empfehle ich dir wirklich, deine To-Dos schrittweise und vor allem einzeln nacheinander abzuarbeiten. Das wird einfach viel, viel produktiver sein im Endeffekt und du wirst deine Aufgaben auch gewissenhafter und halt auch schneller abarbeiten können. Die nächste Gewohnheit ist für all diejenigen, die vielleicht nicht immer die aufgeräumtesten oder ordentlichsten Menschen sind. Und dazu kann ich mich auf jeden Fall mit einschließen. Ich muss sagen, ich habe mich auf jeden Fall schon gebessert. Früher war das definitiv schlimmer. Und deswegen ist die nächste Gewohnheit, weise jedem Objekt, also jedem Gegenstand in deiner Wohnung oder in deinem Zimmer einen festen Platz zu. Um deine Wohnung oder dein Zimmer immer ordentlich zu halten, ist es einfach essentiell, dass jedes Objekt, was in diese Wohnung oder in diese Area reinkommt, einen festen
meisten Platz hat. Und so weißt du immer, wo der Gegenstand wirklich hin muss und es landet nicht einfach auf dem Küchentisch oder auf einer sonstigen Ablage, die du dann im Endeffekt wieder zumüllst. Und dieser Trick hilft mir einfach, ordentlich zu bleiben und auch sogenannte Messy-Ecken zu vermeiden. Und Messy-Ecken sind bei mir Ecken oder Plätze, die ich einfach zumülle mit den Gegenständen, die einfach keinen festen Platz haben. Zum Beispiel neue Post oder irgendwelche Dinge, die gerade neu in meine Wohnung gekommen sind. Und damit ich das vermeide, weise ich jedem neuen Objekt, was halt bei mir in die Wohnung kommt, einen festen Platz zu. Also die Briefe kommen alle in eine besondere Schublade. Die kommen nicht immer auf den Küchencounter, um das dann irgendwie im Endeffekt alles zuzumüllen. Und mir hilft dieser Trick einfach, eine aufgeräumtere und ordentlichere Wohnung zu haben. Und vielleicht ist das ja auch was für euch. Die nächste Gewohnheit, die ich auch gerade versuche, in mein Leben zu integrieren, ist eine regelmäßige Dankbarkeitspraxis zu haben. Und Dankbarkeit hilft uns in so vielen Dingen des Lebens. Sie erdet uns, lässt uns durch schwere Krisen leichter gehen und vor allem lässt sie uns auch ein zufriedeneres und erfüllteres Leben leben. Und das sind keine Resultate oder Ergebnisse, die ich mir gerade ausgedacht habe. Die Wirkung von Dankbarkeit wurde in etlichen Studien schon geprüft und wirklich einmal auf Herz und Nieren getestet und die Wirkung von einer regelmäßigen Dankbarkeitspraxis als extrem wirkungsvoll eingestuft. Dankbarkeit beeinflusst unser Leben in vielen positiven Aspekten und du kannst zum Beispiel abends, nachdem du deinen Tag vollbracht hast, 3 Dinge aufschreiben, für die du wirklich dankbar bist. Und schreibe hier nicht einfach nur die Dinge auf und leg das Heft dann beiseite, sondern fühl wirklich die Dankbarkeit für die Sachen, die du gerade aufgeschrieben hast. Weil das ist hier der Punkt. Du musst es wirklich in deinem Inneren fühlen und nicht einfach nur kurz drüber nachdenken, die Sachen aufschreiben und dann weglegen. Du kannst dir aber auch sogenannte Impulsfragen stellen und das mache ich persönlich ganz gerne, damit man nicht immer nur die 3 gleichen Sachen irgendwie runterrattert. Und zwar kannst du dir jeden Tag andere Fragen stellen und ich gebe dir hier mal ein paar Beispiele mit. Zum Beispiel, was hast du heute besonders gut gemacht? Was hat dich zum Lächeln gebracht und für welche Beziehung in deinem Leben bist du gerade besonders dankbar? Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen und ich wollte dich einfach mal ganz kurz fragen, wie fandest du diese 5 Gewohnheiten? Wirst du vielleicht etwas davon in deinem Leben einführen? Wirst du vielleicht eine Gewohnheit ändern oder dir irgendwas davon annehmen? Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren und falls ja, lass doch gerne einen Daumen nach oben da bei diesem Video. Und abonniere doch auch gerne meinen Kanal für weitere Videos zu Produktivität. Ich mache aber auch Videos, wie du deine Ziele erreichst und auch digitale Themen wie zum Beispiel Apple-Produkte oder einfach digitale Produktivität und zeig dir da, wie du einfach produktiver in deinem Leben werden kannst. Ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video und mach's gut.